Guten Tag, kann man mich hören? Kann man mich hören? Kann man mich hören? Oh. Wir sind mit auf der 415 unterwegs. Und zwar auf Ironman 218. Im TFC. Sehe ich nicht bekannt. Auch schon stark von mir eingefahren. Ich bin gerade aktuell so ein bisschen am Testen, Schreiben, probieren, was so geht. Ein bisschen Worken mit der Beta 18. Also, ja. Professionell. Nee, Digga, ich hatte letztens so das Gefühl, man könnte mal wieder 450 fahren. Eigentlich bockt die doch schon mehr als die beim letzten OEMs getan hat. Ich glaube, aus der neuen 450 kann sich was entwickeln. Ich weiß nicht, die ist nicht so. Ich hatte zwar Kraft, aber die ist nicht so aggressiv wie die alte. Wenn ich jetzt mal damit sagen, ne? Dass die alte da als Box ganz setzt und so Kupplung schlitzen lässt, ne? Beim Gas geben, aber bei der jetzt nicht so. Mein Fehler war letztens, dass ich die auf Supercross getestet habe. Damit kann ich noch nicht mal ordentlich mit einer 250 Supercross fahren. Das war ein bisschen gut. Aber Motocross muss ich sagen, geht's ab. Macht so ein bisschen mit. Ich werde das jetzt mal die nächsten Tage, Wochen hier noch weiter spielen. Und mich immer weiter steigern. Die Schwierigkeit erstellen. Ich glaube, das hier ist gerade so ein Niveau. Was geht, alles drüber wird schwierig, langsam, nervig. Jetzt geht's. Aber geht's. Alle sehr komfortabel. Ja. Als heutiges Gear dient Box Super Trick. Ja, ja. 23er Fit habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ach, Kacke. Wie habe ich denn das geschafft? Natürlich immer noch mit meinem Custom Selfmade Foxhelm. Mancher Stuff, den muss man halt einfach nehmen und einfach Step by Step weiterentwickeln. So ist es bei dem Helm. Habe ich irgendwann mal gemacht und dann später wieder ein Stück weiter und ja. Da bin ich auch gerade noch, so seitdem die Templates raus sind, dabei Dekor zu machen fürs Bike. Immer wenn dann eine neue Idee aufklappt, kommt da was wieder drauf. Und beim Gear habe ich mich noch nicht entschieden, was ich dieses Jahr rocke für einen Style. Irgendwas in die Richtung Skill geht. Oder was komplett selber machen. Ob's in die Richtung geht, ich gehe wieder in ein Team oder so, deswegen von dort passt ein Gear. Oder ich möchte wieder irgendein Replika einfach mal einen Namen drauf klatschen. Namen mal fertig. Weiß ich noch nicht.
war eigentlich gut drin zu üben. Ja. Bock auf jeden Fall. Zu kurz spielen. Ich will jetzt aus dem Video in jetzt wieder umsonst 20-30 Minuten Material machen. Denn wenn das Wochenende mal wieder nicht zu Hause, sondern bei meinen Eltern, dann nicht am PC. Und ihr wisst, wie das über Weihnachten ausgegangen ist. Ein Video draus geworden. Deswegen weiß ich auch, dass ich am Wochenende nicht dazu kommen werde, das aufzunehmen. Vom Laptop aus. Deswegen nehme ich jetzt das Donnerstagabend auf. Dann wird das Freitag nach der Arbeit geschnitten. Dann der einen Schnitt, die ich noch. Und dann mache ich wieder los. Wenn ich den Zug nicht verpasse. Mir gefällt halt wirklich TC's Arbeitsstil, der ist wirklich sehr schön, sehr, sehr schön. Ihm auch gut realistisch, muss ich sagen. Er gefällt mir ganz basic, aber trotzdem ist er irgendwie einzigartig. Also bislang niemanden gesehen, der das annähernd gut nachholen kann. Das finde ich irgendwie das Geile. Stone Rider hat so seinen eigenen Stil, den er uns allen aufdrückt mit seinen Aerial-Strecken. DFC hat seinen ganz besonderen eigenen Stil. JD. Alle ihren eigenen Stil. Alle realistisch, alles cool, alles geil. Aber trotzdem alle irgendwie nicht so einartig, was wir nicht, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen auch für mich die Motivation, mich weiterzuentwickeln. Ne? Von diesem Basic-Einsteiger-Grafik-Stil für irgendwas eigenem Geilen zu kommen. Warum spielt man halt das Bike so mit? Liegt es daran, dass ich heute im Fitness war? Dass ich einen Scheißtag hatte? Alter, einfach. Leben einmal sagt, komm. Gestern hatte ich alles angepisst, heute mache ich mit. Who knows? Hatte ich gar nicht gefragt oder so. Was haltet ihr denn eigentlich von der Enduro-Strecke, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe? Seid ihr da auch gespannt? Soll ich da noch mal ein bisschen mehr am Finger ziehen? Oder? Meint ihr da, was der Zeit? Lass es gut werden? Oder meint ihr da, das sieht jetzt schon geil aus? Ich hoffe ja, dass es bei draußen ist. Habt ihr da irgendwie noch Tipps? Habt ihr irgendwie Erwartungen in die Strecke? Na, auch noch nicht. So ganz im Kopf 100% fertig mit dem Plan, ja? Also, da
dachte, da fehlen noch irgendwie. Keine Ahnung. Was hinten da fehlt. Euch fällt euch safe irgendwann an. Dann haut's hier oder bei dem letzten Video mal noch in die Kommentare. Dann sehe ich das und überlege ich, was umsetzbar ist, ob das machbar ist. Ob das mir gefällt, ob das finde ich passt und zur Strecke ist. Zur Ideologie. Und dann ja. Das hoffen wir nicht gut drauf. Wir sind jetzt schon wieder bei 10 Minuten und da würde ich auch schon wieder einen Cut machen. Denn schneiden und hochladen ist harte Arbeit. Die stattfinden muss, währenddem ich mein Rucksack packe. Und die Runde zu Ende. Ja, irgendwie wollte er jetzt nicht was Geiles abziehen. Das will er abziehen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Mittwoch dann wieder. Normal. Ich bin dann wieder am Sonntagabend da. Dann ist das wieder eigentlich schon draußen. Dann kann ich aber auch locker, flockig, entspannt das Mittwochsvideo aufnehmen. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over.